Hallo meine Freunde. Nee. Wie fange ich denn so ein Video an? Winke, winke. Hello. Hello. Hallo. Guten Tag. Ich brauche so eine Begrüßung. Huhu, macht die Eule. Und damit herzlich willkommen. Nee. Hello, hello. Es ist August, 30 Grad. Und wir fahren hier auf der BMW R1250 GS durch die fränkischen Wälder. Und damit herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem YouTube-Kanal. Hier wird es vor allem um dieses Schätzchen hier gehen, die BMW R1250 GS in der Triple Black Edition von 2023. Aber auch um ganz viele andere Motorräder, um Fahrten zusammen mit, oh mein Bändel, um mit Freunden zusammen zu fahren, um andere Motorräder Probe zu fahren und um hier so ein bisschen die Umgebung rund um die fränkische Schweiz zu erkunden. Ich bin Mitte, Ende 20 und das ist jetzt schon meine zweite GS. Meine erste GS, Baujahr 2016, 1200er GS sah so aus. Und ich finde einfach, die GS ist das beste Motorrad, auf dem ich je gesessen bin. Davor bin ich vor allem eher Sporttourer und Naked Bike gefahren. Aber die GS ist wirklich so ein Ding. Grüßt man Quadfahrer eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich mach's immer. GS ist einfach ein Motorrad, das alles vereint und das für mich das Beste ist. Und immer wenn ich GS-Fahrer sehe, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die mindestens 40 Jahre alt sind, was auch gut ist. Aber wir haben hier in der Gegend auch viele junge GS-Fahrer und ich hoffe, dass wir vielleicht den einen oder anderen noch von diesem tollen Motorrad überzeugen können. Mir ist es relativ wichtig, gleich von Anfang an zu sagen, ich bin kein unfassbar guter Motorradfahrer oder sehr, sehr, sehr erfahren. Wie gesagt, ich bin ja auch erst Mitte, Ende 20. Deswegen gibt es auch von mir jetzt hier keine krassen Drifts, Wheelies oder Highspeed-Dinger, sondern einfach ganz entspannten Content, der ja so ein bisschen meine Fahrten auf diesem Maschinchen dokumentiert. Mir ist relativ schnell klar geworden, dass die GS oder allgemein alle Adventure Bikes oder Adventure Superbikes alle Eigenschaften von Motorrädern verbinden, die mir wichtig sind. Weil du hast ja ein komplettes Spaßpaket, aber du kannst damit auch reisen und Touren fahren. Und das ist diese Kombination, die es, glaube ich, sonst bei keinem Motorrad gibt. Am wohlsten fühlt sich diese eierlegende Wollmilchsau natürlich hier auf den Landstraßen, auch wenn jetzt hier 50 ist. Aber du kannst damit auch Autobahn fahren. Ne? Also 2-3 Stunden Autobahnetappen, überhaupt kein Problem. Mach mal hier Tempomat an, Hände weg, Hörbuch an und gib ihm. Das funktioniert auch und das ist das Faszinierende an den Motorrädern. Wie gesagt, ich bin alles gefahren, aber das erste Mal auf dem Adventure Bike, da war die Liebe da. Und deswegen glaube ich auch, dass das für mich das Bike ist, das meine Garage nie verlassen wird. Vielleicht kommen ja auch noch andere dazu. Mal gucken, was Frauchen und Geldbeutel dazu sagen. Aber in erster Linie bleibt diese Maschine auf jeden Fall jetzt erstmal da. Meine GS hat die komplette Vollausstattung. Ich glaube, du findest auch im Netz relativ wenig GS, die nicht die Vollausstattung haben. Und das inkludiert dann alles vom dynamischen ESA, also dem Fahrwerk, verstellbar, bis zum Tempomat, Heizgriffe, die Verbindungsmöglichkeit mit meinem Handy, wo ich hier wirklich sagen kann, ich möchte jetzt hier meine Live-Neigungswinkel sehen oder irgendwelche Daten oder wie jetzt in meinem Fall gerade die Navigation. Das kann ich hier alles über das Wonder Wheel von BMW betätigen. Dann hat diese GS, der kam aber hart auf meine Seite rüber. Dann hat diese GS auch den Schaltautomaten Pro. Das ist bei KTM dann, glaube ich, der Blipper Quickshifter und bei anderen Marken heißen die halt auch anders. Ja, und da muss man auch nicht viel machen. Das Einzige, was ich umgebaut habe an dem Bike, ist der Auspuff. Das war
mir dann mit der Euro 5 Norm und dem Serien-Endtop von BMW dann doch ein bisschen zu wenig. Deswegen ist jetzt hier ein SC Project verbaut. Sieht dann so aus mit dem Bike. Finde ich optisch auch cooler. Der soll auch so ein bisschen was Richtung Leistung bringen. Glaube 2 oder 3 PS und so 4 Newtonmeter. Ich bilde mir ein, dass man die vom Durchzug auch her spürt. Das kann aber auch Einbildung sein. An Leistung mangelt es der Maschine auf jeden Fall nicht. Ich möchte jetzt hier in diesem ersten Video gar nicht so viel quatschen. Ich muss, glaube ich, hier erstmal die Balance finden zwischen Reden und einfach nur fahren. Ich würde jetzt sagen, ich lege hier noch ein bisschen Musik drunter und zeige euch noch ein paar Fahreindrücke von diesem wunderschönen Motorrad. Genießt es und stellt euch einfach vor, ihr fahrt diese Maschine jetzt selber. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Peace!